Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht wieder mit Sims 4 an die Uni. Und heute ist der Tag, wo wir unsere Party schmeißen, wenn ich mich richtig erinnere. Saftparty beginnt um 19 Uhr. Und da sind wir natürlich auf jeden Fall dabei, ne? Sie hat Hunger, aber hier steht nicht zu essen. Das ist nicht so gut. Obwohl, sie holt sich Kuchen, aber von wo ist die Frage? okay, das steht da einfach auf dem Boden. Das ist okay. Wenn der noch haltbar ist, dann nimm ihn dir. Schnapp ihn dir einfach, ja? So. Und dann arbeiten wir vielleicht gleich noch ein bisschen an unseren Sachen weiter. Genau. Und dann geht die Party los. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Weil ich habe diese Party noch nicht selber gemacht, ne? Weil, ja, ich habe ja noch nicht so viel an die Uni gespielt tatsächlich, außer halt jetzt irgendwie in diesem Let's Play. Und eigentlich wollte ich in meine Legacy Challenge auch jemanden zur Uni schicken, aber irgendwie komme ich sowieso nicht so zur Zeit dazu, privat zu spielen. Schule und so ist alles ein bisschen viel, deswegen ist das immer so eine Sache. So, wir sind jetzt richtig sozial und räumen auch noch auf. Wow, wir sind gute Mitbewohner hier. Also, und sie braucht Spaß. Sie kann sich ja mit ihr hier anfreunden. Ich habe nicht mal, ich glaube, wir haben die nicht mal umgestylt, oder? Aber sie sieht trotzdem gar nicht mal so bad aus. Also, es geht zumindest. So, und dann kannst du ja einfach einen aktuellen Kanal schauen nebenbei. Und dann könnt ihr einfach euch weiter hier bequatschen. Nee, weil Freundschaften schließen ist immer eine gute Sache. Oder zumindest Bekanntschaft machen. So muss halt einfach sein, ne? Weil sonst so ganz allein kommt man, glaube ich, nicht so einfach durch das Ganze durch. So, 19 Uhr ist ja auch schon bald. Puh. Okay, sie geht einfach. Das ist natürlich auch okay. So. Ich hoffe, dass das hier schnell vorbeigeht. Oh, hallo? Die habe ich auch nicht umgestylt, aber sie ist auch okay aus. Wow. Krass, dass hier mal Leute erstellt werden von Sims selber, die nicht ganz so schlimm aussehen. Wer ist das? Juan. Okay. Wo ist denn... wo ist... Olivier hieß er, glaube ich. Da. Ist der hier? Nö. Doof, doof. Guck, hätte er SMS schicken? Das glaube ich nicht so gut, weil ich möchte ja eigentlich nur bei dem befreundet sein hier. Wir haben hier genug Liebesdramen in der 100 Baby Challenge. Beziehungsweise, da ist ja nicht wirklich Liebe im Spiel, aber... Vielleicht hat sie irgendwann ja nochmal einen Partner. Who knows? Aber noch nicht jetzt in diesem Semester... Ja, ich weiß, dass das da noch ist. Alles gut. Fußball? Nee. I'm sorry, but I'm not interested in that. Auf jeden Fall, das haben wir schon eingereicht. Wir müssen jetzt nur noch das hier einreichen. Das müssen wir dann noch machen. 3 Tage bis zur Vorlesung. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jedenfalls, wir müssen ja insgesamt 12 hier haben. Es sind noch 3 Semestertage. Und ja, bis dahin werden wir alles vernünftig hier einreichen können und so. Und haben die gerade geflirtet? War da ein Herz? Nein, das wollte ich nicht hier aus Versehen. War da ein Herz eben? Ja, Entschuldigung. Wir flirten hier nur, wenn ich das will. Es reicht. Sie ist so nett, ey. Sie putzt einfach alles. Sie hat irgendwelche Sachen an, die sie nicht anhaben sollte. Gut, vielleicht müssen wir irgendwann doch nochmal die Leute hier umstylen. Weil, naja. Diese ganzen überschüssigen Sachen, ne? Die verkaufe ich jetzt. Weil ich sehe das nicht ein. Ich meine, das ist ercheatetes Geld, in Anführungszeichen. Aber ich sehe es nicht ein, dass sie hier Sachen rumstehen haben, die nicht brauchen. Ja, los geht's. Das ist ja eh hier. So. La 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 la. Können wir mal kurz Pause machen, ja.
Weil ich möchte meinen Saftkrug hier aufstellen. Und noch einmal gucken, ob hier noch irgendjemand was stehen hat, was er nicht mehr braucht. Aber es sieht sehr geleert aus so. Wir müssen ein Saftfass leer trinken. Das kriegen wir bestimmt hin. Becher mit Saft füllen, das ist unsere erste Aufgabe. Fass wechseln, wir nehmen Ananaslimette. Oh ja, jetzt trägt sie auch das Outfit. I love you. Sie sieht so hübsch aus. Ich schreie so sehr. So. Und wir stechen das einfach mal an. Wir versuchen es mal. So. Und mal gucken, wie das so hat es funktioniert oder nicht oder doch oder vielleicht. Es scheint funktioniert zu haben. Becher mit Saft füllen. So. Do it. Kontakte knüpfen lassen. Ich weiß schon nicht mal mehr, wen ich eingeladen habe. Deswegen ist das so eine Sache, ne? Aber wir können ja mit ihr einfach mal quatschen. Dann. Who is she? Moment! Stopp! Sie hat irgendwas, oder? Also, zumindest in meinen Augen finde ich, dass sie irgendwas hat. So, hat sie ihren Becher schon leer getrunken? The fuck? Übertreibt man nicht. So, Kontakte knüpfen. Dann kannst du mir mit ihr reden, fürs Kommen danken. Und dann kannst du. Okay, den kennen wir noch gar nicht, gar nicht. Dann kannst du ihm auch fürs Kommen danken. Die kennen wir auch nicht, keine Ahnung, wer das ist. Immer irgendwelche Leute, die hier einfach sind. Kennen wir ihr? Wer ist das? Fifi-Kursmitglied. Ich würde gerne Olivier einladen, ehrlich gesagt. Weil ich meine, das ist so unser einziger richtiger Freund hier. Den laden wir ein. Da kommt auch. Scheinbar haben wir den vorher nicht eingeladen gehabt. Das ist natürlich Sache, die nicht so toll ist. Haben wir bei ihr das schon? So. Machen wir ein bisschen Hine. Einen Witz erzählen soll sie. Gut, das kriegen wir auch hin. So. Olivier kommt auch gleich. So, und wir sollen uns natürlich auch hier rum kümmern. Und ich möchte jetzt einen Fassstand machen mit Julia Wright. Die kann kommen und dann machen wir das hier. Dann ziehen wir das durch. Ich brauche nämlich coole Screenshots für mein Thumbnail. Ich meine, das ist ganz wichtig. So. Oh mein Gott, hier ist ein Feuerwerk. Alles klar. Passiert schon mal. So. Und dann hebt sie mich, oder? Also, beziehungsweise Elena. Okay, wir brauchen dafür aber meinen Cheat. Headline Effects off. So. Weil wir wollen das hier ganz vernünftig machen, ja? Ihr seid jetzt schön live dabei, wie ich mein Thumbnail mache. So. Sie sieht nicht so begeistert aus, trotzdem geil. Das sieht aber auch alles. Diese Pose ist nicht so funktionell für alles. Da ist das Klo. Oh, supi. So, nehmen wir das doch einfach so. Das, oder ja. Dann mache ich noch einen so. Das wird schon irgendwo passen. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, funktioniert das hier mit uns? Nein, sie kackt komplett ab. Sie lacht mich aus. Wow. Also beziehungsweise unsere Elaine wird ausgelacht. Das ist einfach schon leer. Okay, alles klar. Dann muss ich nochmal Witze erzählen, anscheinend. Wo ist Olivier? Da. So, dann lustig. Wir müssen verspielt sein. Bruder, wie sollen wir das denn hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Ich soll auch mit ihm einfach mal reden. Because it's our friend. So.
Gast fürs Kommen danken. Kann ich das bei ihm auch machen? Glaube nicht, ne? Dann ist das unser Gast gewesen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wen wir eingeladen haben. Hier, sie. Oh, sie sieht so cute aus. Oh, warum ist sie beschämt? Ach, wegen dem gescheiterten Verstand. Ja gut, das kann ich nachvollziehen. So, sie muss jetzt unbedingt fürs Kommen danken, weil wir möchten ja eventuell Gold erreichen. Und, wer weiß, ob das sonst überhaupt geht. Hat sie das jetzt getan? So, verspielt werden lassen. Wie sollen wir das denn machen, Alter? Ich habe keine Ahnung. Wie wird man denn verspielt? Wenn ich jetzt hier nachdenklich erfrischen, dampfen. Nee, damit kann ich nichts erreichen. Also mit einer Badewanne könnte man was erreichen, glaube ich. Aber, verspielt sein ist so eine Sache, ne? Man könnte ja, mit ihm hier und dann könnte man ja Unfug machen, weil das kann manchmal verspielt machen. I don't know. Let's try this. So, Unfug und dann Meerjungfrau nachahmen. Und was ist das für ein Flick? Und zu falscher Party einladen. Über Karriere lügen. Ja, falsche schlechte Nachrichten sind auch okay. So. Oh. Die Wonne des Saftes. Elaine fühlt sich nach einem Schluck aus den Saft vollkommen beschwingt. Sie kann einfach nicht aufhören zu lächeln. Yay. Yeah. But don't do Saft, Leute. Es ist nicht okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird nichts mehr mit uns. Sie geht jetzt das abpullern. Verspielt werden ist aber auch immer so eine Sache. Deswegen, ja. Sie sieht sehr kaputt aus. Aber auch glücklich. Das ist zumindest irgendwas. Oh, jetzt muss ich das wieder anmachen. Headline Effect on. Jawollo. So, weil ich möchte wissen, wie lange das noch haltbar ist. Okay, wir können noch ein Gericht nehmen, bevor es schlecht wird. Naja, die Party war jetzt auch nicht unbedingt der Burner, ne? Aber, ja. Passiert. Warum haben wir Chips im Inventar? Das sehe ich nicht ein. Okay, er hat sich noch einen genommen. Man kann... Hä? Es ist doch vor allem auch noch was drin. Aber hier steht leer trinken. Aber es ist noch was drin. Spiel. Entscheide dich bitte. Einfach. Aber das tut es einfach nicht. Was ist das? Warum? Aber selber. Was kriegen wir? Hier hast du etwas Geld für das Saftfass. Haben wir Geld bekommen? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Wir stecken es mal wieder. Ey! Hier, der... Hier, den kannst du trinken. Und dann nimm das da rein. So. Und dann musst du dringend Heier machen. Denn du musst ja noch deine Arbeit da für dein anderes Fach schreiben. Das ist sehr wichtig. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, dass sie halt dann diese Boots trägt und dann mit Aubani ist und dann mit, hier, Netzstrumpfhose und so. Ich finde, das sieht einfach so geil aus und das sieht auch im echten Leben so gut aus. Und tragt es, wenn ihr das könnt. Und sie spielt hier mit ihrer komischen Geige und ich denke mir nur so, könntest du bitte einfach aufhören? Es ist mitten in der Nacht, 1.40 Uhr und du tust gerade so, als wäre das... Design Choice und so. Fashion Queen, oh wow. Naja, die Saftparty war jetzt ja nicht so toll, ne? Naja, gute Nacht, denke ich mal. Vor allem, seit wann schläft sie denn bei uns? Naja, ich meine, ab und zu wechselt das ja auch, aber das ist neu für mich. Oh, hier ist überall Müll.
Widerlich. Aber sie fängt morgens einfach direkt an mit ihrer Abschlussarbeit. Die Sprache des Geldes weiterschreiben. Warum hat sie angefangen, da abzuschreiben? Sie ist so dumm einfach. Wenn ich das aus Versehen einreiche, das abgeschrieben, und dann raste ich aus. Also sie macht das ja alles alleine. Sie ist eine selbstständige Frau. Whatever. Auf dem Flohmarkt soll ein paar tolle Aufführungen stattfinden. Nee, sorry. Ich habe eh nicht so viel Geld. Ich kann, als ob ich mir irgendwas leisten könnte. Also ich meine, ich habe jetzt noch meinen eigenen Spiegel, den wir ja letztendlich nicht unbedingt brauchen. Das muss ich dann halt alles packen später, ne? Das wird ein bisschen nervig. Aber naja. So, mal gucken, was das jetzt wird mit ihren Arbeiten und so. Und das ist ja immer so eine Sache bei uns hier. Safe ist sie am Anfang wieder schlecht und dann bearbeiten wir sie und dann ist sie so hervorragend und man denkt sich so, ja, so läuft das im echten Leben. I wish, I wish. Sie muss dann gleich pieseln wieder. So, sie hat den Entwurf fertig. Supi. Und, wie sieht's aus? Schlecht, sag ich doch. So, dann bearbeiten wir das natürlich nochmal. Ja. Es sieht einfach alles widerlich aus. Yikes. So, dann schreibt mal schneller. Ich möchte das nämlich heute irgendwie noch fertig bekommen, damit wir dann im nächsten Part tatsächlich das Semester dann mal abschließen können. Und dann, wenn wir neu wählen dürfen, dann ist es schön, weil dann nehmen wir nur noch zwei Kurse pro Dings, weil das war jetzt schon sehr anstrengend und ich würde auch gerne was anderes tun, außer die ganze Zeit nur an irgendwelchen Unisachen zu sitzen, sondern auch mal Kontakte knüpfen und irgendwie eine Storyline zu haben, weil ich meine, klar können wir sie jetzt einfach nur zur Uni gehen lassen, aber das ist ja langweilig so. Ich meine, sie hat ja mittlerweile Freunde. Das heißt, wir können sogar Stories erleben in unserem Leben. Wow. Ich bin einfach nur größter Profi. Was? Ich weiß nicht, was das für ein Wort ist. Ich kenne das Wort nicht, aber ich akzeptiere es einfach, dass es da steht. Hauptsache, sie fühlt sich glücklich. Das ist, glaube ich, auch sehr praktisch, wenn man sich gut fühlt bei so einer Arbeit. So. Was steht denn da jetzt? Hervorragend. Gut, dann, dann reichen wir sie ein. Sie hat den ganzen Tag nur geschrieben, aber ich glaube, das ist auch realistisch. Und ich denke, sie ist einfach nett und räumt jetzt halt für die WG auf. Also, WG, naja, nicht richtig, ne? Aber theoretisch ist es das ja. Deswegen kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Sie soll jetzt einfach. Ach so, ich dachte, sie nimmt mich alles mit. So, mach mal hier. Sie nimmt. Ach so, ich wollte schon wieder sagen, sie nimmt mich alles mit, aber das tut sie doch. Ich bin sehr stolz auf sie. Dass sie jetzt erst das nimmt und dann wieder rüber geht. Oh mein Gott. Manchmal bin ich verwirrt darüber, was die Sims hier machen. Hauptsache, sie räumt ja alles auf und ist nett. Weil ich meine, viel kommt ja bestimmt auch ein bisschen so von der Party und so, weil sie hat ja Gäste da. Dementsprechend ist es ja immer so eine Sache, ne? So, und jetzt spül ab. Also, das sind schon einige Sachen. Umgehe, sie weint. Kann. Oh mein Gott, ich kann sie trösten. Oh, ich möchte sie trösten, auch wenn wir sie nicht kennen. Weil ich glaube, Elaine würde das nicht einfach so hinnehmen, dass da jemand so auf dem Klo weint. Ich glaube, sie ist da eher so der liebe Mensch, der sich dann darum kümmern würde. Hör auf. Oh. Gracelyn. Okay. Sie beschwert sich durch den Dings drin. Hasst sie mich? Können wir sie nochmal trösten? Aber Cupcakes! Sie denkt sich nur so, ja. Sie denkt sich nur so, ich möchte aber ein anderes Essen haben. Okay. Und dann hat sie sich beruhigt. Gut.
Toilettenkumpel. Elaine hat gerade ein wirklich herzerwärmendes Gespräch mit dem verzweifelten Sim, den sie in der Toilettenkabine vorgefunden hat. Das war fast so wie eine Toilettentherapie. Alles klar, Girl, alles klar. Warum sind hier nur Kekse? Ich will nicht Kekse essen. Kekse ist eigentlich zu wenig. Ach so, hier hinten steht noch was. Hier, nimm dir ein Hähnchen. Nom, 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 nom. Aber ihr geht's ja sonst auch eigentlich ganz gut. Es ist halt die Frage, machen wir halt noch diese Hausaufgaben, ne? Weil ich meine, wir haben halt unsere Dings hier noch und vielleicht wäre es ganz sinnvoll, die noch zu tun. Moment. Was müssen wir denn hier dann... Das hier kommt zuerst. Das ist Einführung in die Makroökonomie. So, dann mach Hausaufgaben dafür bitte. Nom 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 nom. Nom, nom, nom. Do it. Sei einfach fertig damit. Weil ich möchte, dass sie dann damit anfängt, dass sie dann quasi damit anfangen in der nächsten Folge und so. Ist vielleicht ein bisschen doof. Aber es würde mir besser gefallen, wenn wir dann da ein Konzert am verlassenen Kaufhaus gehört. Okay. Da können wir ja auch hingehen dann, wenn sich das Spiel das merken kann. Keine Ahnung. Wir setzen uns einfach hier irgendwo hin. Und... Oh, warum ist sie eigentlich so cute? Ich liebe sie. Ah! Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!